Die Gamescom ist vorbei und somit wurde auch meine Jump'n'Run-Map gespielt. Und das nicht so wenig. Wir hatten kontinuierlich 7 Spieler, die die Map gespielt haben und ich hatte Zeit, mir das Ganze dabei anzugucken. Dabei ist mir vieles aufgefallen. Ich möchte in diesem Video euch nicht nur einfach den Download geben, sondern auch darüber reden, was mir aufgefallen ist. Ich hatte ja das ganze Projekt gestreamt und folglich konntet ihr alles mitverfolgen, wie die Map entsteht und wie alles funktioniert. Aber alles, was ihr danach nicht mitbekommen habt, da möchte ich anfangen. Nachdem die Map im Stream fertig gebaut war, habe ich einen Download erstellt und ein paar Freunden in Skype geschickt. Dies waren die Beta-Tester. Schnell wurden Zeiten aufgestellt und Verbesserungen vorgeschlagen, so zum Beispiel ein Reset-Knopf bei jedem Checkpoint. Schnell kristallisierte sich aus den Testern ein Spieler hervor, welcher immer schnellere Zeiten brachte. Dieser jemand war Bobana. Er machte das, was nur wenig Leute getan haben. Er beschäftigte sich mit der Map. Wo bin ich am schnellsten, welche Sprünge sind möglich, etc. etc. All das sorgte dafür, dass er am Ende eine Zeit von 41 Sekunden hinlegte. Die Spieler von der Gamescom kamen nicht an diese Zeit heran. Die Bestzeit war am ersten Tag, meine ich, 45 Sekunden und am nächsten Tag 44 Sekunden. Es war interessant zu sehen, wie langsam die Zeit immer besser wurde, bis schließlich am dritten Tag die Zeit eingeholt wurde. Aber eines war anders. Bobana hatte eine Abkürzung verwendet, der Spieler mit den 41 Sekunden von der Gamescom nicht. Somit sollte es möglich gewesen sein, unter 41 Sekunden zu gelangen. Ich habe überlegt, ob ich die Abkürzung entferne oder nicht, aber ich habe gesagt, ich will diejenigen belohnen, die sich mit der Map beschäftigen. Am vorletzten Tag wurde die Zeit nicht geschlagen. Jedoch ist mir was aufgefallen, was ich beim Mapbauen gar nicht extra gemacht habe. Es gab 2 Sprünge, wo man einfach hätte links springen müssen und der Sprung wäre 1000-mal einfacher gewesen. Aber keiner der Spieler hat es getan. Alle sind rechts lang gesprungen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich fand es interessant und ich werde es bei zukünftigen Map-Designs berücksichtigen. Was mir auch aufgefallen ist, waren die Sprünge mit den Schalker-Boxen. Nur sehr wenige Spieler kannten die Schalker-Boxen und hatten die Kompetenz und vor allen Dingen die Ruhe, sich damit auseinanderzusetzen. Es scheint, dass sich nur wenig Spieler heutzutage mit dem neuen Minecraft-Content beschäftigen, was eigentlich recht schade ist. Aber dadurch hatten viele Spieler etwas Neues herauszufinden und es gab ein paar lustige Rage-Crits. Mein ständiges Motto war, wer sich mit der Map auseinandersetzt, wird belohnt. Bobana hatte dieses gemacht und hatte somit eine sehr gute Zeit. Am letzten Tag war der Rekord wieder 41 Sekunden ohne Abkürzung. Ein Spieler entdeckte eine andere Abkürzung, die nicht wirklich eine war. Doch gegen Ende wurde jene Abkürzung gefunden, welche Bobana nutzte. Es gab ein Millisekundenrennen. Ich habe sogar die Ticks anzeigen lassen und quasi die Millisekunden zu berechnen. Ihr könnt auf der Map Tab drücken, um die Ticks zu sehen. Es gibt 20 Ticks in einer Sekunde. Folglich rechnet die Ticks mal 5 und ihr habt die Millisekunden. Dann passierte was unglaublich Spannendes. Dann durften die Top 3 Spieler ein letztes Mal spielen. Es war der wohl spannendste Moment der Woche an diesem Stand. Und dann passierte es. Einer der Spieler schaffte es, in diesem letzten Run die Map in 40 Sekunden und 17 Ticks zu beenden und hat somit meinen besten Tester geschlagen. Ich möchte an dieser Stelle allen Gewinnern meine Glückwünsche geben und euch zu Hause eine Aufgabe. Die Map ist ja jetzt zum Download freigegeben und da das Comet-Team mir in der Woche Codes geschenkt hat, möchte ich euch ein paar abgeben, wenn ihr etwas schafft. Und zwar versucht die Map, also downloadet euch die Map und versucht sie unter 40 Sekunden zu schaffen. Falls ihr das gemacht habt, also ihr solltet das auf jeden Fall auf YouTube hochladen oder eben aufnehmen. Und wenn ihr das schafft, dann schickt mir dieses Video zu. Und solltet ihr das geschafft haben, sende ich euch einen Code für 15 Kisten auf gomahd.net zu. Ich sage mal, die ersten 5 Spieler, die mir dieses Video zuschicken, wo sie es schaffen, erhalten einen Code. Ein Code sind 15 Kisten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, in Zukunft werden wir noch einmal solche Projekte machen. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.